Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zur chaotischen Viertelstunde von heute. Und es soll heute darum gehen, wie entwickelt man eigentlich Distributionen? Viele hier verwenden ja schon Linux. Wer hier benutzt schon Linux? Hand hoch. Sind so ein paar. Und wir haben hier verschiedene Distributionen. Also ich habe mir jetzt mal drei rausgepickt, an denen ich das mal beispielhaft erzählen wollte, wie die das so machen mit ihrem Entwickeln. Da gibt es einmal dieses Debian. Wer hier benutzt hier so ein Debian? Das sind so ein paar. Dann gibt es dieses Fedora. Wer hier benutzt so ein Fedora? Das sind nicht viele, das sind 78. Aber Fedora ist trotzdem relativ groß, deswegen habe ich gedacht, machen wir trotzdem. Dann gibt es noch dieses Arch Linux. Wer benutzt hier dieses Arch Linux? Das sind auch so ein paar. Gut, und dann wollen wir uns mal anschauen, wie diese drei eigentlich so ihren Entwicklungsprozess machen. Also irgendwie ein neues Paket kommt rein und am Ende habe ich irgendwie so ein Release. Vielleicht, möglicherweise, vielleicht auch nicht. So, womit wollen wir anfangen? Wer ist für Debian? Wer ist, das sind drei, wer ist für Fedora? Ein paar mehr, wer ist für Arch? Alles klar, ich glaube, Fedora hat gewonnen. Alles klar, dann fangen wir direkt mit der Distribution an, von der ich am wenigsten Ahnung habe. Das ist ja super. Aber das kriegen wir hin. Also, wie macht denn dieses Fedora das? Erstmal gibt es in diesem Fedora so grundsätzlich so ein Ding, das nennt sich Rawhide. Dieses Rawhide ist einfach so ein Ding, so ein Pool mit Paketen und Zeug. Und das ist quasi das, woran entwickelt wird. Das läuft einfach so durch die Gegend und Leute packen halt dann neue Software rein, die Entwickler tun eine neue Software rein, fixen Bugs, machen Dinge damit. Warum heißt das Rawhide? Es gibt aus den Blues Brothers diesen Song Rawhide und der fängt an mit Rolling, 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 was indizieren soll, dass dieses Rawhide so ein rollendes Ding ist, das sich immer fortbewegt. Und irgendwann, so alle halbe Jahr, beschließt dieses Projekt Fedora dann mal, wir machen jetzt mal so ein Release. Und dann nehmen die sich dieses Rawhide und branchen da einmal raus. Und das ist im Wesentlichen, die nehmen sich einfach so ein Snapshot von diesem Rawhide, machen da so eine Kopie oder so von und das wird jetzt sozusagen die Basis, der Zeitpunkt, wie Rawhide zu dem Zeitpunkt war, wird die Basis für das neue Release von diesem Rawhide, von diesem Fedora. Und darauf, und das Ding wird jetzt, geht jetzt in die Stabilisierungsphase. Das sind meistens so ein paar Wochen oder ein paar, eine gewisse Zeit, bevor dieses Release kommt, fangen wir dann an. Die wollen zweimal im Jahr so releasen. Die Faustregel ist, ein Release soll kommen approximately 1. Mai und approximately 31. Oktober wechsle ich im Kopf ab. Und dann nehmen die sich halt zu einem bestimmten Zeitpunkt so ein Rawhide raus, und vom Rawhide so ein Snapshot raus und machen mal da weiter. Dieses Rawhide rollt dann munter weiter, aber das interessiert das Release-Team jetzt nicht mehr. Und wenn sie dann irgendwie diesen Snapshot hat, dann wird er erstmal stabilisiert. Da gibt es jetzt verschiedene Sachen. Da gibt es jetzt zum Beispiel das erste, worauf es dann hingeht, ist dann, das ist alles auch schön dokumentiert. Zum Beispiel gibt es da diesen Alpha Freeze. Und da gibt es dann irgendwie, wir sagen, also da wird dann irgendwie noch munter entwickelt und Leute können, die ganzen Developer können noch Versionen da reinschmeißen in diesen Snapshot und irgendwann kommt dann dieser Alpha Freeze. So, dieser Alpha Freeze heißt, da kommen jetzt erstmal überhaupt keine neuen Pakete mehr rein. Da ist jetzt Frozen und jetzt wird der Zustand, in dem das Ding ist, wird jetzt soweit stabilisiert, dass man das releasen kann. Da gibt es am Ende auch so ein Meeting von den Entwicklern, da gibt es dieses Go-No-Go-Meeting und da überlegen sie sich halt, ist dieser Zustand jetzt so weit, dass wir einen Alpha-Release machen können oder nicht? Und so ein Requirement für so ein Alpha-Release ist zum Beispiel, das muss booten. Was es noch nicht booten können muss, ist zum Beispiel, es muss noch nicht über Netzwerk booten. Es muss überhaupt erstmal booten. Das ist so eins von den Requirements. Die haben auf ihrer Website so eine Reihe von Requirements, die dieses Ding erfüllen muss. Und wenn diese Distribution alle diese Requirements erfüllt, dann gibt es da einen Alpha-Release. Das kann dann getestet werden. Und von da an, danach geht es dann weiter. Da können dann Leute wieder Pakete reintun und so weiter. Diese Pakete wandern jetzt aber nicht direkt in dieses Release rein. Denn jetzt gibt es dieses Ding, das nennt sich Body. Denn in dem Moment, wo man hier diesen Alpha-Freeze macht, da wird dieses Body aktiviert. Dieses Body ist so ein System von Fedora, wie man sicherstellen möchte, dass nicht irgendwie jeder neue Quatsch da reinkommt, sondern dass irgendwie nur Pakete, die jetzt nicht dieses Ding auf den Zustand Pre-Alpha-Release zurückschmeißen, da rein tut. Und die Idee ist,
Man macht so ein Paket fertig und dann gibt man das da rein, dann wird das von Leuten getestet und dann haben die so ein Karma-System. Und dann kannst du irgendwie sagen, okay, dieses Paket funktioniert gut, dem gebe ich ein bisschen positives Karma. Oder, oh, jetzt habe ich dieses Paket installiert und gerade brennt mein Rechner, dem gebe ich irgendwie schlechtes Karma. Und wenn das Paket dann irgendwie genug positives Karma gesammelt hat, kann ich als Developer sagen, okay, ja, das ist hier genug Karma, ich bewege mein Paket jetzt sozusagen aus dem Testing-Bereich in den Release-Zweig rein. Oder man kann auch irgendwie so automatisch machen, wenn mein Paket irgendwie so und so viel positives Karma erreicht hat, dann bewegt das mal automatisch rüber. Oder wenn so und so viel negatives Karma erreicht hat, dann löscht es mal selbstständig oder so. Dann kommt man hier in den Alpha-Freeze, sind wir im Alpha-Freeze und dieses Body bleibt jetzt bis zum Ende von diesem Fedora soweit aktiv. Und dann gibt es irgendwann, wer hätte es gedacht, den Beta-Freeze. Und da passiert dasselbe Spiel nochmal. Man sagt, okay, ab dem Beta, dann gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, da wird Beta-Freeze gemacht und da machen wir jetzt das Beta-Release. Und dieses Beta-Release, da kommen dann auch keine neuen Sachen rein, auch wenn irgendwie Bodhi ganz viel positives Karma dem Ding attribuiert hat. Und dieses Beta-Release muss folgende Requirements erfüllen, da gibt es dann eben höhere. Muss zum Beispiel über Netzwerk bootable sein. Das ist so eine Sache, die muss dieses Beta, das musste das Alpha-Release vorher nicht. Das Beta-Release muss das aber können, sonst wird das nicht rausgelassen. Und dann wird so lange an dem Ding rumorientiert oder rumentwickelt, bis dieser Zustand ist, wo er alle Requirements, die gibt es dann auf der Fedora-Website auch zum Einlesen, alle Requirements, die so ein Beta-Release braucht, erfüllt. Und dann wird das Ding als Beta-Release freigegeben. Kann man testen, kann man rumspielen und das ganze Ding geht weiter. Und dann kommt, wer hätte es gedacht, nicht der Gamma-Freeze, sondern dann kommt der... Der Final Freeze. Und der Final Freeze klingt schon so ein bisschen final, ist er auch. Denn mit dem Final Freeze kommen keine Änderungen mehr in dieses Release rein, außer sie sind notwendig, um dafür zu sorgen, dass wir dieses Ding release-fertig machen können. Ein Requirement zum Beispiel, was, wenn ich die Website richtig interpretiert habe, ein hartes Requirement für ein Fedora-Release ist, dass ein Dual-Boot mit Windows und mit macOS funktionieren muss. Das ist zum Beispiel eine der Requirements, die so ein Final Freeze erfüllen muss, damit der Release wird. Wenn das nicht der Fall ist, wird halt weitergemacht. Wie auch beim Alpha-Freeze, gibt es beim Beta-Freeze und beim Final gibt es vor der Beta-Version und vor der finalen Version gibt es dieses Meeting, dieses Go-No-Go-Meeting, wo das Engineering-Team quasi beschließt, ja, ist gut oder nee, ist nicht gut, müssen wir was dran tun. Und jetzt überlegt man sich, okay, jetzt was, ich kann ja irgendwie mit diesem, wenn ich irgendwie in diesem Beta-Freeze bin, kann ich ja immer noch Pakete reinstellen und die kriegen dann irgendwie Karma und wenn ich viel Karma habe, kommen die eben nach dem Beta-Freeze hier rein. Was passiert denn, wenn ich irgendwie Pakete reinstelle während des Final-Freezes und die kriegen irgendwie Karma und kommen dann ja irgendwie nicht mehr ins Final-Release rein? Hiernach kommt dann nämlich das Final-Release, kommt das Release von dem Ding. Da gibt es so ein zweites Repository, die Pakete kommen dann nicht mehr ins Hauptrepository von Fedora rein, sondern es gibt noch so ein Repo. Fedora Updates. Die Sachen, die während des Final Freeze noch viel Karma bekommen haben, gehen in dieses Updates-Repo rein. Das ist auch standardmäßig aktiv, das heißt, wenn man irgendwie ein Release des Fedora hat, zieht das Ding noch Updates nach aus dem Fedora Updates-Repo. Und dann haben wir so ein Release und dieses Release wird dann eben, bis es End of Life geht, bis es nicht mehr supported wird, bleibt das quasi mehr oder weniger in dem Zustand und ein halbes Jahr später gibt es dann. Also ein halbes Jahr später ist dann irgendwie hier so, irgendwann branchen wir wieder ein neues Release raus und entwickeln damit eben das neue Fedora. Fedora hatte mal Release-Namen. Und zwar war das ein ganz interessantes Schema. Das Release, wir haben irgendwie Fedora, das hatte irgendwie einen Namen. Und das darauffolgende Release muss irgendeine Eigenschaft, also der Name von dem neuen Fedora-Release, muss eine Eigenschaft gemeinsam haben mit dem Release davor. Aber das Release hier muss eine gewisse Eigenschaft gemeinsam, also der Name von dem Release musste eine Gemeinsamkeit haben mit dem Release, durfte aber nicht die gleiche Gemeinsamkeit haben mit dem Release davor. Und das war so das Requirement, wie Fedora Release Names ausgesucht wurden. Seit Fedora 21 hat das Komitee beschlossen, Release Names brauchen wir nicht, wir nummern.
Und seitdem heißen die Dinger Fedora 21, 22, 23 und so. So viel ein bisschen zur Geschichte oder zum Entwicklungsstil, wie man eigentlich dieses Fedora entwickelt. Und wenn man eben entwickeln will, dann kann man dieses Rawhide fahren. Da sollte man, das heißt irgendwie, man soll täglich Updates machen oder so. Und dieses Rawhide kann man durchaus benutzen. Also in den Frequently Asked Questions steht zum Beispiel drin, bitte hört auf zu erzählen, dieses Rawhide würde immer kaputt gehen. So schlimm ist das nicht. Auf der anderen Seite wird auch gesagt, es ist schon eine Development-Version, also es ist nicht so stabil wie dieses Ding, das hier durch drei Freezes gegangen ist. Aber man soll es wohl benutzen können, habe ich gelesen. Habe ich selbst nie ausprobiert, deswegen weiß ich es nicht, aber that's what I read. Das wäre so im Wesentlichen die Prozedur, wie so ein Fedora zu einem neuen Release kommt. Und während dieser ganze Prozess läuft, läuft dieses Rawhide auch munter weiter und kriegt neue Updates und neuen Spaß. Kann dann hier, ist hier eben im Zustand, wo man neues Release rausbrunchen kann. Gibt es Fragen zu der Prozedur, wie Fedora das macht? Wenn dem nicht so, ja. Garantieren die irgendwie einen Upgrade-Path von einem Release zum nächsten Release? Ja. Soweit ich weiß, ist das die Idee. Du kannst von einem Release auf das nächste Release auf jeden Fall upgraden. Das funktioniert. Ich weiß gerade nicht, ob du einen Release überspringen kannst. Müsste ich nachgucken. Wahrscheinlich nicht. Beziehungsweise, ich könnte verstehen, wenn sie einfach sagen, ja, dann nimmt das Release dazwischen auch noch. Aber von einem Release aufs nächste, das geht. Weitere Fragen? Wenn dem nicht so sein sollte, verbleiben wir mit einem Arch und einem Debian. Wer möchte Debian hören? Alles klar, wer möchte Arch hören? Alles klar, ich glaube, Arch hat gewonnen. So, wie macht denn dieses Arch das? So, erste Feststellung, dieses Arch hat keine Releases. Hatte mal Releases und es hatte auch irgendwie knuffige Namen, also ich glaube, es gab irgendwie ein 0.2 oder so, das hieß mal Don't Panic oder so. Das fand ich echt knuffig. Aber dieses Arch hat im Wesentlichen einen Pfad. Und das ist das Stable Repository. Die Stable Repositories sind das, wo dieses Arch existiert. Und das wird halt auch mehr oder weniger, wenn ich halt irgendwie mit dem neuen geilen Scheiß ist, dann landet er früher oder später in den Stable Repositories und dann kann ich da daraus mein System updaten. Immer laufend. Da ist jetzt schon eine Frage. Du hast gesagt, früher oder später, gibt es davor noch irgendwie eine Stufe? Da gibt es selbstverständlich davor noch eine Stufe. Das ist nämlich der Testing-Zweig. So, und jetzt ist das so, wenn irgendwie ein Developer der Meinung ist, er hat irgendwie ein geiles neues Paket, dann paketiert er das und dann wirft er das in Testing rein. Um genau zu sein, gibt es von jedem dieser drei sogar drei Repositories, wenn wir schon dabei sind, nämlich einmal Core. Core ist das Repository, was ein minimales System beinhaltet. Also im Core soll alles drin sein, damit ich ein System aufsetzen kann, das am Ende bootet und benutzbar ist. Die Definition von bootable und funktionierendes System bei Arch ist relativ spartanisch, also grafisch ist da nichts. Der ganze Grafikkram, der liegt im Extra-Repository. Und dieses Extra-Repository enthält zum Beispiel Dinge wie ein X-Server, wie grafischen Kram, wie so LibreOffice, Browser, Zeug. Und dann gibt es noch ein drittes Repository. Das ist das Community-Repository. Und das Community-Repository enthält dann nochmal mehr. Also die Faustregel ist so ein bisschen, in Core kommt alles rein, was wir für ein Minimalsystem brauchen. In Extra soll so alles reinkommen, was groß genug ist. Ich weiß gerade nicht, was da gab es so eine Daumenregel, wann irgendeine Software im Extra-Repository landen sollte. Und im Community-Repository landet im Wesentlichen alles, für das sich irgendwer gefunden hat, der bereit ist, es zu maintainen und das Paket bereitzustellen. Die beiden werden übrigens entwickelt, da ich von dem ein bisschen mehr Ahnung habe, kann ich da ein bisschen mehr zu erzählen. Die beiden hier werden entwickelt von den, oder werden verwaltet von den Developern selber, von den Arch Developern. Und das Community Repository wird verwaltet von den Trusted Usern. Also die Developer sind sozusagen die Kerndistribution machen und die Trusted User sind Leute, die so ein bisschen da drumherum sind und die auch an dieser Distribution mitentwickeln, Pakete bereitstellen, aber die sich eben nicht um den Kern kümmern, sondern mehr so um das Art User Repository und das Community Repository. Genau. Und wenn ich jetzt irgendwie so ein neues Paket habe und ich will das irgendwie in Arch Stable reinkriegen, dann gibt es ja keine Releases.
Was also passiert ist, erstmal wird das in Testing reingeworfen und dann wird das da getestet. Und dann hat Arch dieses Konzept von Sign-Offs. Das heißt, Leute testen das und wenn Leute dieses Paket getestet haben und finden, ja, das ist stabil, dann können die da so ein Sign-Off dran machen. Und wenn ein Paket die notwendige Anzahl an Sign-Offs bekommen hat, dann wird es gesagt, okay, das haben genug Leute getestet, die sagen, das ist stabil, das können wir migrieren von Testing rüber in Stable und dann landet es in Stable. Wenn ihr Updates macht, kriegt ihr das und habt dann irgendwie neue geile Software. Und dann gibt es irgendwie, und das passiert dann alle Jubeljahre, weil Arch schon eine schöne Rolling Release Distro ist. Das heißt, genauso wie dieses Fedora Raw halt die ganze Zeit modifiziert wird und rollt, wird auch dieses Arch die ganze Zeit modifiziert und rollt. Nur während Fedora halt so Releases macht und irgendwie immer so ein Snapshot von diesem Raw halt bereitstellt, sagt Arch halt immer, wenn irgendein neues geiles Zeug da ist, dann machen wir hier, geht das in Stable, dann kannst du es benutzen. Sind damit einzelne Pakete gemeint oder schon der aktuelle Stand von Testing gerade? Nee, es geht um einzelne Pakete. Wenn ein Paket genug Sign-Offs hat, dann wandert es vom Testing nach Stable. Und alles, was noch im Testing rumliegt, wird halt getestet. Und genau, jetzt diese Sache mit den Sign-Offs, wird man sich fragen, okay, wenn ich irgendwie so einen, keine Ahnung, so einen Bildbetrachter habe und dann habe ich irgendwie einen Linux-Kernel. Die brauchen vielleicht irgendwie unterschiedliche Testmengen. Das ist richtig und deswegen brauchen auch bestimmte Pakete mehr Sign-Offs als andere. Also irgend so ein Bildbetrachter aus der dritten Reihe braucht dann zwei Sign-Offs. Und wenn halt irgendwie zwei Leute das Ding testen und beide stellen dann halt fest, da ist irgendwas, was sie übersehen haben, dann ist halt blöd, aber ist halt nicht so dramatisch. Wenn das mit dem Linux-Kernel passiert, dann ist halt blöd, dann ist halt irgendwie euer System weg. Deswegen braucht der Linux-Kernel eine ganze Menge mehr Sign-Offs, bevor er von Testing nach Stable wandert. Das ist so im Wesentlichen diese Sache, wie dieses Arch Linux entwickelt wird. Und genau, das ist im Wesentlichen... Ich glaube, der gesamte spannende Part im Vergleich mit Fedora. Wir haben diese drei Repositories, wir haben dieses Testing und dieses Stable. Überall gibt es eben diese, hier gibt es eben auch diese drei: Core-Testing, Testing Extra und Testing Community. Und damit gehen die Sachen halt rüber. Gibt es Fragen soweit? Das heißt, es wird nicht sichergestellt, ob die Zusammenstellung an Paketen, die in Stable gerade ist, auch wirklich funktioniert, sondern immer nur, ob die Zusammenstellung im Testing auf dem Rechner von den Leuten gerade funktioniert. Das heißt, es testet niemand, ob, also bei Fedora wird er getestet, ob all die Konfigurationen und Paketen zusammen funktionieren. Ja. Das wird ja auch schon nicht gemacht. Nee, Arch ist ein Moving Target, das heißt, du kannst diese Art von Test auch gar nicht machen, okay. Weil du hast eben laufend einen Influx von neuen Versionen. Du hast laufenden Influx von neuen Versionen in Testing rein, du hast laufenden Outflux von Versionen von Testing nach Stable. Das heißt, du hast nicht diesen definierten Snapshot, den du testen kannst. Das ist die Konsequenz, die du hast, wenn du von einem Release-Based-Model weggehst und auf so ein Rolling-Model gehst. Der Vorteil davon ist, du musst eben nicht ein komplettes Release testen, sondern du kannst, wenn irgendwie eine Software neu ist, brauchst du nicht gleich ein komplett neues Release, sondern du kannst irgendwie dann diese eine Software shippen. Ja? Du hast gesagt, also hast du im Nebensatz kurz angerissen, dass das Arch User Repository ja auch von den Leuten mit ja, maintained wird, die auch, sich auch um Community kümmern. Ja. Inwiefern ist da deren Einfluss bzw. der Unterschied? Im Wesentlichen, was die Trusted User machen, sie entwickeln das Arch User Repository und die Software, die da läuft. Ja. Der Inhalt des Arch User Repositories, also die machen da vielleicht noch so Housekeeping, aber die einzelnen Sachen, die es im Arch User Repository gibt, sind erstmal nicht von denen. Aber im Wesentlichen, das Our ist entwickelt, liegt in der Entwicklung bei den Trusted Usern, soweit ich das weiß. Während sich die Core Devs eben auf die Kerninfrastruktur von Arch konzentrieren. Diese ganzen so Build-Server und den ganzen Spaß. Weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, wer möchte Debian hören? Alles gleich, sehe Hände, dann machen wir mit Debian weiter. So, wie funktioniert denn dieses Debian? So, in diesem Debian, wenn ich ein neues Paket habe, was ich in dieses Debian reintun will, Debian hat auch wieder so ein Release-Based-Ding. Das heißt, wir kriegen bei Debian am Ende irgendwie Releases raus. Wie Debian das macht, ist folgendes: Ich bin irgendwie, jetzt nehmen wir mal an, ich sei ein Debian-Developer und ich habe irgendwie ein neues Paket, das ich da reintun will. Da habe ich zwei Möglichkeiten.
So, die Standardvariante, würde ich mal so sagen, ist unstable oder sit. Warum das Ding sit heißt, können wir uns überlegen, oder das hängt ist auch unter anderem damit zusammen, wo Debian seine Release-Net hernimmt. Denn die Debian-Releases werden alle benannt nach Figuren aus Toy Story. Und Sid ist zum einen nämlich der Nachbarjunge, der immer die ganzen Spielzeuge kaputt macht. Was so ein bisschen harmoniert mit diesem Unstable, das ist nämlich nicht stabil. Und steht auch für Still in Development. Also das ist sozusagen die Developer-Version. Und wenn ich irgendwie ein neues Paket habe, dann als Developer, und das ist erstmal nichts Kritisches, dann kippe ich das erstmal in Unstable rein. Und wenn das irgendwie in Unstable drin liegt, dann können das Leute testen, und wenn dann irgendwie nichts, wenn das irgendwie nicht in die Luft fliegt, dann wandert dieses Ding dann nach Testing. Da hat, während Arch da jetzt irgendwie drei Repositories hat, hat Debian genauso wie Fedora hier nur so ein Testing. Und üblicherweise ist es so, wenn ich ein Paket nach Unstable kippe, dann liegt es in Unstable 10 Tage. Und wenn in diesen 10 Tagen nichts Problematisches gefunden wird, dann wandert das erstmal nach Testing und kann da weiter getestet werden. Was ist dieses Experimental? Gut, wenn ich jetzt irgendwie denke, das ist jetzt irgendwie so ein Paket, das müssen wir nochmal testen. Und wenn das irgendwie, das ist vielleicht noch nicht so production ready und da fliegt einem vielleicht damit der Rechner in die Luft, wenn ich es benutze, dann kann ich so ein Paket erstmal nach Experimental kippen, und von Experimental migriert es halt erstmal nicht automatisch nach Testing, sondern halt erst, wenn man es schubst. Oder wenn es entsprechend in einem Status ist, dass ich es darüber schubsen kann. Aber Experimental, wenn das Paket in Experimental entsprechend stabil genug ist, kann das auch von Experimental nach Testing wandern. So, das heißt, diese beiden Wege haben wir. Okay, es gibt Einwände. Ich freue mich, dass es hier Leute gibt, die mehr Ahnung haben. Von Experimental wandert nichts nach Testing. Also Experimental ist ein komplett separate Distribution quasi, die als Add-on zu Sit und Unstable zu sehen ist. Ah, okay. Man sollte auch aus Experimental, wenn man jetzt sagt, man möchte dem Developer beim Testen oder dem Maintainer beim Testen helfen, immer nur einzelne Pakete aus Experimental ziehen, nicht alles, was da rumfliegt, aus Experimental installieren. Weil das ist nicht vorgesehen. Also Experimental geht dazu, okay, ich habe hier gerade dieses Paket von komplett auf den Kopf gestellt. Also ich weiß überhaupt nicht, wie das mit dem anderen Kram harmoniert. Ich habe keinen blassen Schimmer. Sozusagen, das ist die Ansage vom Maintainer in dem Moment, wenn das nach Experimental kippt. Ich kippe das da mal hin, guckt mal einmal bitte an, und wenn der Maintainer irgendwann denkt, okay, das ist jetzt irgendwie so, dass es funktionieren könnte, dann gibt es einen Upload nach Unstable mit einer neuen Versionsnummer, und dann kriegt es dann nimmt es da einen komplett neuen Pfad. Okay, das heißt, von Experimental geht der Pfad auf jeden Fall Richtung Unstable. Nee, nicht von alleine. Also du musst, das geht von, also du hast den Pfad vom Maintainer nach Experimental oder vom Maintainer nach Unstable. Aber es gibt keine automatischen Migrationen whatsoever. Okay, das heißt, ich pulle es von Experimental und tue es in Unstable rein. Ja, zum Beispiel. Du brauchst einen neuen Upload. Okay. Also nicht von Experimental nach Unstable migrieren. Gut. Aus dem Grund wollte ich die Leute, die sich mit Debian auskennen, hier sitzen haben. Ja. Werden Pakete in Experimental gelöscht? Also ist das quasi so ein Repo, wo Leute Zeug hochladen können und dann wieder weg, also so storage-mäßig? Wie ist das damit zu gehen? Ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, aber nach meinem Wissen ist es so, sobald ein Paket, wenn es ein Experimental ist und du lädst das gleiche, also die gleiche, / höhere Version nach Unstable, wird das als Experimental entfernt. Okay. Das muss man nicht händisch machen, das passiert dann von alleine. Manchmal liest man ja auch noch den Release mit RC-Bugging, glaube ich, bei Experimental. Weiß jemand zufällig, was der zu bedeuten hat? Weil den habe ich irgendwie nie gesehen bei Debian, also nie in Erklärung gesehen bei Debian, was der tut. RC-Bugging. Steht manchmal bei Experimental, da geht mit dran. Achso, genau, das bedeutet, RC-Buggy ist Release-Critical. Das heißt, da sind Issues in dem Paket, was es als Release-Critical klassifizieren würde. Und mit einem Release-Critical-Bug innerhalb von Unstable kannst du nicht nach Testing gehen. Das heißt, da sagt der Maintainer dir explizit, das ist auf jeden Fall ein Ding, das würde so niemals nach Unstable wandern. Er hat vielleicht irgendwas an den, sag mal, Post-Installationsroutinen geändert und will jetzt einfach nur Feedback haben, funktioniert das, also kann ich das Paket überhaupt installieren oder ähnliche Dinge. Okay. So. Genau, das heißt, wir haben dieses Experimental, das ist so für experimentellen Kram gedacht, dann haben wir eigentlich diesen Part von Unstable nach Testing. Und dann haben wir erstmal dieses Testing. Und dieses Testing ist jetzt dazu da, getestet zu werden. Und jetzt gibt es
auch so Freeze-Phasen, aber die funktionieren so ein bisschen anders als bei Fedora. Bei diesem, wenn wir jetzt von diesem Testing kommen, wir irgendwann zu so einem Stable. Also in dem Prozess sind wir dann in diesem Freeze-Prozess, das nächste Stable wird Debian Stretch heißen und jetzt gibt es hier verschiedene Stages. Es gibt zum Beispiel den Transition Freeze. Die Leute, die hier stärker in Debian drin hängen, mögen mich korrigieren, wenn ich die Terminologie hier versaue. Aber der Transition Freeze müsste der sein, wo ich zum Beispiel keine Pakete mehr nach Debian laden oder nach Debian Testing bringen soll, die dazu führen, dass ich irgendwie halb Debian Testing neu bauen muss. Also ich soll, wenn der Transition Freeze erreicht, also wenn der Punkt erreicht ist und gesagt wird, okay, wir wollen jetzt bald mal so ein neues Release machen, wir machen jetzt mal Transition Freeze, also das wird ja hinreichend weit vorher angekündigt, aber irgendwann heißt es, okay, jetzt ist Transition Freeze, dann soll ich zum Beispiel keinen neuen GCC mehr irgendwie nach Testing packen, weil ich mit einem neuen GCC irgendwie alles, was in Testing drin ist, neu bauen müsste. Denn dieses Ding soll an sich in sich konsistent sein. Das heißt, wenn ich da ein Stück GCC drin habe, dann soll ich das Ding auch mit diesem GCC bauen können. Das heißt, ich soll irgendwie keinen neuen GCC, nach dem Transition Freeze darf ich keinen neuen GCC mehr in dieses Ding reintun. Oder ich darf irgendwie kein neues Python mehr in dieses Ding reintun, weil ich dann irgendwie die gesamte Python-Landschaft irgendwie neu bauen muss oder so. Ja? Also ich bin da nicht 100% sicher, ob diese Compiler-Updates über das komplette Archiv gemacht werden. Okay. Also normalerweise ist das, was mit einer älteren Version zusammen kompiliert wurde, bleibt auch drin. Oder so war es auch früher. Es werden zwar regelmäßig Rebuilds für jede neue Compiler-Version über das ganze Archiv gemacht, aber ich glaube nicht, dass das vor dem Release automatisiert passiert. Also eine Transition okay. Bedingt quasi im Abhängigkeitsgrafen immer Knoten sozusagen. Okay. Also Klassiker ist Bibliotheken. Ja, oben also SSL zum Beispiel. Neue GTK-Version, wo halt alles, was GTK appendet, neu gebaut werden muss, das darf man nicht mehr machen. Wobei bei GTK geht's noch, weil das, ja. Die haben ja relativ große Gruppe Releases, wo dann auch einfach andere Library Names sind. Also der SO-Name ändert sich, also der Name des Shared Objects, deshalb ist gibt es da weniger Konflikte bei GTK. SSL hat mehr so das Problem, weil die halt gerne mal auch API-Breaks drin haben und dann will man eben versuchen, alte SSL-Versionen loszuwerden. Also das ist gerade... 1.1.0 auf 1.1.1 war, glaube ich, so. Ja, genau. Also da gibt es gerade so, es gibt gerade so eine SSL-Transition. Ganz großer Spaß gerade, wenn man einfach mal jetzt was Aktuelles nehmen will. Die Node.js-Upstream-Developer sind irgendwie zu faul, ihre komplett kaputte SSL-Integration zu aktualisieren. Und überlegen sich das noch zwei, drei Major-Releases in die Zukunft zu schieben und die Debian-Manager denken sich so, Leute, wir zwingen das jetzt echt, dieses uralt SSL mitzuliefern, nur weil ihr irgendwie zu blöd seid. Also das Problem bei Node.js ist, die fummeln sehr, sehr tief in internen Datenstrukturen von der lib-SSL herum und da haben sich halt jetzt mit den neuen Dingen, mit der neuen lib-SSL-Version, also 1.2, ein paar Sachen geändert, wo man an diese Datenstrukturen nicht mehr rankommt, weil es halt interne Datenstrukturen sind. Da haben die Node.js-Leute einfach nichts drin verloren. Oh Wunder, es geht kaputt. Da hätte niemand mit rechnen können. Ja. Deswegen gibt es da gerade eine lustige Dependency, wenn man Node.js updatet, kriegt man plötzlich, fliegt einem das SSL Development Paket weg, weil man halt nicht das Development Paket von der aktuellen Version mit und gleichzeitig die Binaries aus der alten, das geht halt dann nicht. Das ist doof. Also Node.js gerade minus EFAN. Genau. Dann, also es gibt ja diesen Transition Freeze, da soll ich irgendwie nicht updaten, was irgendwie mir mein halbes Testing kaputt macht. Gibt es dann noch weitere Freezes, die sich dann sozusagen abstufen. Ich soll dann irgendwie nichts mehr Neues reintun, was jetzt irgendwie, wo ich so ein paar Sachen neu bauen musste. Und dann gibt es irgendwann, das war jetzt am 5. Januar, war jetzt der Freeze, wo es keine neuen Pakete mehr gibt. Das wäre jetzt zum Beispiel der No New No New Packages, das war am 5. Januar für Stretch. Ab da gibt es alles, was noch nicht in Testing drin ist, kommt dann auch nicht mehr in Testing rein. Das heißt, wenn man ein Paket in Testing haben möchte, dann muss das 10 Tage vor dem 5. Januar hätte das in Unstable gelandet sein müssen, weil standardmäßig Dinge von Unstable nach 10 Tagen nach Testing wandern. Also zu Weihnachten. Zu Weihnachten. So, das ist der New Packages Freeze. Man kann aber für bestehende Pakete immer noch Updates einspielen. Die gehen auch alle noch sauber durch. Und wenn man zum Thema No New Packages, by the way, es gibt in Debian die FTP Master. Die FTP Master sind die, die quasi auf dem Repo sitzen
Und jedes neue Paket muss einmal durch deren Augen durch. Und wenn die sagen, ne, dann ne. Und wenn die sagen ja, dann geht's halt durch. Und dann gibt es irgendwann, das ist jetzt am 5. Februar, das heißt, am 5. Februar ist dann der Full Freeze. Der Full Freeze ist der, wo es dann eigentlich so prinzipiell erstmal gar keine neuen Updates mehr gibt, ohne dass man, also von mir aus als Debian-Developer könnte ich ja nicht sagen, oh, das ist ja eine neue Version von Paket, ich mache mal ein neues Paket. Nee, ist nicht. Full Freeze ist am 5. Februar für Stretch. Das heißt, wenn man noch ein Paket updaten möchte, so generell einfach, weil ich kann, dann muss das Ding entsprechend 5. Februar minus 10 Tage in Anfeld gelandet sein. Und wenn dieser Full Freeze ist, dann geht es im Wesentlichen, dann gibt es diese, wir haben eben gerade schon von RC Buggy gehört, also Release Critical Buggy. Das sind dann Bugs, dann werden quasi alle Bugs durchgegangen und alle Bugs, die bis zum Release noch gefixt werden müssen, werden als Release Critical markiert. Und das Release passiert dann irgendwann danach, wenn alle Release-Critical Bugs weg sind, so ungefähr. Und dann geht es halt im Wesentlichen jetzt darum, alle Release-Critical Bugs loszuwerden. Und da ist es dann so, es gibt dann das Release-Team. Und wenn ich jetzt als Debian-Developer noch ein Paket updaten möchte, dann muss ich zum Release-Team gehen und sagen, ich habe hier noch ein Paket-Update. Das muss noch in Testing rein. Kriege ich dann eine Sondergenehmigung. Zum Beispiel, weil Fixed RC-Bug oder so. Dann sagt das Release-Team, ah ja, okay, fix Release-Bug, ist gut, lassen wir rein. Oder, ja, ja, du versuchst uns hier irgendwie jetzt, keine Ahnung, nochmal drei neue Versionen und so zu schummeln. Nee, das machst du mal nicht jetzt. Und wenn du eben, dann läuft eben dieses Bug-Fixing und man macht eben seine Release-Critical-Bugs zu und macht nach Möglichkeit keine neuen Bugs auf. Und dann geht es irgendwann nach Stable. Wenn es dann irgendwie am Ende so aussieht, als ob es so ein paar Release-Critical-Bugs gibt, die einfach nicht gefixt werden können, oder die irgendwie nicht gefixt werden, weil der Maintainer gerade irgendwie sich ein Bein gebrochen hat oder im Krankenhaus liegt oder keiner kann das übernehmen oder was weiß ich. Aber es gibt irgendwie, da gibt irgendwas ist stuck, dann gibt es noch die Möglichkeit, naja, dann schmeißt es halt wieder raus. Das ist irgendwie nicht die schöne Variante, aber zur Not muss das halt sein. Denn so ein Debian Stable muss halt ohne Release Critical Bugs rauskommen. Und wenn das dann entsprechend soweit ist, wir sind alle Release Critical Bugs los, dann können wir ein Release machen und dann haben wir ein neues Debian. Ja. Release-Critical Bugs, die sozusagen vom Release-Team runtergestuft werden, sind aber dokumentationspflichtig. Das heißt, es muss einen Eintrag in den Release-Notes geben. Okay. Für diesen Bug. Ja, das heißt, es muss auf jeden Fall vermerkt werden, wenn sowas runtergestuft wird. Gut, und dann haben wir im Wesentlichen so ein neues Stable-Release. Und wenn wir dieses Stable-Release dann haben, dann wird dieser Freeze auf Testing aufgehoben. Und was Leute, die Debian Testing benutzen, das sind glaube ich so ein paar hier, Leute, die Testing benutzen, werden zu einem Release von so einem Debian merken, wenn sie so ein Testing benutzen, dass da plötzlich irgendwie so eine Update-Liste kommt. Was dann nämlich passiert ist, alles, was jetzt hier in Unstable war, aber durch die Freezes nicht mehr rübergewandert ist, stapelt sich halt hier in Unstable. Und wenn wir halt eine Release machen, ein Stable-Release, dann ist Testing ja wieder frei, dann kann der Freeze aufgehoben werden, weil das jetzt die neue Entwicklungsversion ist. Und dann macht halt einmal wutsch und das ganze Unstable, was jetzt Ewigkeiten in Unstable gestanden hat, kippt einmal so nach Testing. Und dann haben wir ein neues Testing. Ja, das ist im Wesentlichen so, wie die Debian-Leute das machen mit diesen Releases. Und das wäre jetzt so im Wesentlichen, was ich zu erzählen hatte. Es gibt Fragen, das freut mich. Das hört sich ja alles nach relativ viel Redundanz zwischen den Distributionen an, was Testen angeht. Ja? Gibt es da irgendwelchen Erfahrungsaustausch oder sowas? Ja und nein, also grundsätzlich ist es natürlich so, wenn Leute, es ist, was du häufiger siehst, ist zum Beispiel, das hatte ich jetzt letztens in einem, das war ein OpenSSH-Thread, glaube ich, da meinte irgendwie ein Debian-Entwickler, ah ja, wir haben irgendwie folgenden Bug und so, und den müssen wir irgendwie beheben, sonst können wir nicht releasen, und dann hat irgendwie der Fedora-Typ darunter gepostet, nee, in dem Fall war es der Red Hat-Typ darunter gepostet, ah ja, wir hatten das Problem auch, nimm mal diesen Patch, der funktioniert. Und so gibt es da durchaus auch Austausch. Das heißt, wenn das irgendwie ein Bug ist, der insbesondere der nicht distributionsspezifisch ist, also es gibt zum Beispiel auch Bugs, die sind jetzt irgendwie nur in Debian oder nur in Fedora, weil sie irgendwie mit den internen Bibliotheksversionen zu tun haben oder so. Aber generell, wenn es ein Bug ist, der auch mehrere Distributionen betrifft, dann gibt es da durchaus auch Austausch. Ja. Wäre ja auch unintelligent, es nicht zu tun.
Ja. Also ich kann da jetzt nur für Debian sprechen, aber grundsätzlich sind Maintainer dazu angehalten, sich auch auf den Mailinglisten für Pakete anderer Distributionen zu subscriben, und zudem gibt es noch diesen Patch-Tracker. Das heißt, es gibt ein automatisiertes System, wo du quasi die Paketnamen registrieren kannst, die dein Debian-Paket in anderen Distributionen haben. Und der geht halt regelmäßig hin und callt die Sourcen sozusagen durch und meldet dir halt alle Patches, die auch in anderen Distributionen hinzugefügt wurden. Das heißt, für viele Bugs sozusagen kannst du halt automatisiert schon sehen, ah ja, die haben dies gepatcht, die haben jenes gepatcht. Und bist dann halt da gegebenenfalls schneller unterwegs, wenn du für den gleichen Bug halt einen Bugfix brauchst. Ja. Du hast jetzt gar nicht darüber geredet, was passiert denn eigentlich, wenn so ein Sicherheitsproblem, so ein Security-Bug auftritt in den verschiedenen Distributionen. Bei Arch sieht das nicht so schlimm aus, weil jetzt irgendwie ein Rolling Release, das heißt, es dauert ja. Also nicht bei so lange, bis das wieder stable ist, und bei Fedora und Debian. Ja. Also bei Arch läuft das dann folgendermaßen, da kommt irgendwie ein Sicherheitsrelease raus und dann gibt es auch so eine Arch Security Mailingliste. Das Team da ist super, was die da an Zeug rauspumpen, das ist unglaublich. Und dann gibt es eben das Sicherheitsrelease, das landet dann in Testing, muss getestet werden, aber wenn es ein Sicherheitsrelease ist, dann geht das mit den Sign-Offs meistens relativ flott. Falls ihr euch an Shellshock erinnert, das war diese Lücke in Bash. Also normalerweise macht man das mit diesen Sign-Offs, aber Shellshock war ja irgendwie so Scheunentor auf alles Katastrophe. Da gab es dann von Alan, einem der Developer, so einen schönen Blogpost, wie das denn gelaufen ist in Arch. Da war es halt so, es gab von den Bash-Leuten so ein Announcement, wir haben da so ein Problem, das ist ein bisschen größer. Seid mal dann und dann und die Uhrzeit ein bisschen aufmerksam. Und dann haben die halt das Ding rausgehauen, haben den Patch rausgehauen. Und dann hat der Maintainer sich das Ding halt genommen, hat das 20 Minuten solide durchgetestet und hat das dann direkt nach Stable gepusht. Also in Testing rein, dann 20 Minuten durchgetestet und direkt nach Stable gepusht. Also wenn das sein muss, geht das auch mal schneller, aber im Normalfall geht das mit diesem Sign-off auch relativ flott in solchen Fällen. In Debian ist es so, es gibt in Fedora muss ich sagen, weiß ich es nicht. Also in Rawhide kannst du es einfach reinkippen, ist ja nichts drum bei, da hält dich ja auch niemand auf. Ich vermute, dass Sicherheitsfixes in dem Updates-Repo landen werden und von da aus dann eben. Also das Updates-Repo ist halt standardmäßig immer aktiv und ist halt das Repo, wo du im Nachhinein noch Zeug in diese Release reinfüttern kannst. Von daher gehe ich stark davon aus, dass es in dem Repo landen wird. Bei Debian ist es so, es gibt zwei Wege. Du hast ja einmal dieses, also Fedora hat halt jedes Release ja sein eigenes Update-Repo. Und in Debian hast du für jedes Stable-Release so ein, das heißt dann, wie heißt das nochmal, man möge mir auf die Sprünge helfen, das Security-Repo, oder das direkt noch Stable gefüttert. Security. Genau, Security, danke. So einfach kann sein. Also das Stable-Repo hat ein entsprechendes Repo, wo die, so ähnlich wie dieses Updates-Repo, wo du einfach im Nachhinein diese Security-Fixes reinkippen kannst, dann installiert ihr das in Stable rein. Und dann kriegst du das relativ zeitnah. Also wenn du dich auf den Debian, auf Debian Security mal announced, dann kriegst du im Wesentlichen die Mail, hier folgendes Problem, gefixt in Stable in dann und da, ist auch schon durch, kannst du installieren, alles toll. Im Testing ist das so ein bisschen schwieriger, dessen sollte man sich bewusst sein. Ich weiß nicht, wer schon mal wer benutzt hier Debian Testing? Das sind so ein paar. Wer hat schon mal Sicherheitsfixes aus Unstable gepult? Das waren so ein paar Leute. Das Problem bei Testing ist, viele Leute benutzen gerne dieses Testing, weil es irgendwie ein bisschen moderner ist als dieses Stable. Also Debian ist so, was Releases angeht, relativ konservativ. Also Fedora released irgendwie alle halbe Jahr so im Schnitt. Debian released seltener, ich glaube, die ungefähre Marke ist so alle 2 Jahre, kommt das hin? Ja, alle 2 Jahre, okay, mal Daumen. Deswegen benutzen unter Debian viele Leute das Testing-Repo, aber was man wissen muss ist, Sicherheitsfixes in Stable kommen sofort durch, aber Sicherheitsfixes in Testing gehen erstmal in Unstable rein und bleiben da dann erstmal 10 Tage. Oder in schlimmen Fällen kann man das runterdrücken bis auf 2. Also, aber ich glaube, 2 ist die Mindest-Transition-Time, die das Ding in Unstable liegen muss. Richtig? Ja, in ganz kritischen Fällen gehen sie nicht über Unstable. Es gibt noch ein Repo, das nennt sich Testing Proposed Updates. Ah, okay. Da kann reingeladen werden und dann wird das von Release Manager direkt migriert in Testing. Es gibt aber auch auf Security Debian auch, gibt's auch ein Repository für das jeweilige Testing. Da kommen aber sehr, sehr wenig Dinge rein. Also es gibt auch ein Testing Security Repo. Ah, okay. Aber generell. Für die schweren Fälle. Also ja. Die meisten
CVEs, die liegen da halt eh lange rum, ja, weil sie halt nicht wirklich exploitbar sind oder keine Exploits bekannt sind und dann ist da halt auch kein Druck da, sofort irgendeine Aktion zu machen. Das heißt, das allermeiste waren natürlich über Unstable, aber in so einem Fall wie Shellshock zum Beispiel wurden auch Abkürzungen genommen. Ja, also es gibt hier auch Abkürzungen, dadurch, dass Testing eben eigene Sachen hat. Und generell landen die Sachen aber eben in Unstable und migrieren dann für gewöhnlich nach Testing rüber. Genau. Und deswegen dieser Gedanke bei manchen Sicherheitsupdates, dass Leute schon mal Sachen aus Unstable nach Testing gezogen haben, wenn der Fix eben nur in Unstable drin war und nicht in Testing. Das ist eben dieses Ding mit dieser Mindestverweildauer in Unstable, von Unstable nach Testing. Das ist so eine Sache, die Arch halt nicht hat, weil Arch eben keine dreistufige Geschichte hat, sondern eben nur diese zweistufige. Und deswegen läuft das hier direkt über diese Sign-Offs. Und hier kann man es einfach sagen, da das hier sowieso erstmal nur die Testing-Distribution ist, hat man ja erstmal keinen Stress und kann erstmal das ganze 10 Tage testen lassen, bis es dann weiter wandert. Gut. Weitere Fragen? Wenn sonst alles noch. Eine Hilfe noch ein. Das ist für Arch nicht relevant, aber wie lange wird bei Fedora so ungefähr, weißt du das, die Release noch mit Updates versorgt? Ich glaube, bis zum End of Life des Releases danach. Also im Wesentlichen, ich bin mir gerade nicht sicher, also entweder. Fedora 21 wird bis zum Release von Fedora 23 mit Updates versorgt, plus irgendwie einen Monat, oder bis zum Release von der nachfolgenden Distribution plus einen Monat. Da bin ich mir gerade nicht sicher. In dem Fall von Debian, für die Leute, die es interessieren, ist es so, man hat hinter Stable, sobald quasi, jetzt bald kommt ja das neue Debian Stretch raus, sobald das Stable wird, wird das aktuelle Debian, das nennt sich Jesse, das wird dann zu Old Stable. Kann man jetzt nicht so gut lesen, weil das hier wirklich schon alt und staubig wird. Und das Old Stable wird immer noch mit Updates versorgt und sobald dann das, so Pi mal Daumen, sobald das Stable, sobald jetzt ein neues Stable rauskommt, wird das aktuelle Stable zum Old Stable und das aktuelle Old Stable wird zum Graveyard. Also wird dann irgendwann friedlich sterben gelassen. Das, also plus, minus, das gibt also keine feste Faustregel, aber so ungefähr kann man das, glaube ich, abschätzen. Also in Debian hat es ungefähr 3 Jahre jedes Release. Beziehungsweise 1 Jahr nach dem letzten. Also, der aktuelle Zeitplan für Jesse, also das aktuelle Stable, ist, dass es Long-Term Support bis 2020 kriegt. Und das ist 2015 okay. Release, also sind 5 Jahre. Stimmt. Den Aspekt muss man noch sagen. Also dieses Old-Stable-Prinzip gilt für die, ich sag mal, Standards. Für die Standard-Releases. Es gibt dann noch alle N-Releases, das ist jetzt, glaube ich, ist Jesse das erste oder ist Jesse das zweite? Ich glaube, das zweite, ne? Das zweite LTS. Oh, da bin ich nicht ganz im Bild, dass du das erste LTS. Das ist das erste LTS? Genau, also kürzlich hat Debian beschlossen, dass es jetzt auch LTS-Versionen von Debian gibt. Das heißt, das aktuelle Jesse wird diesen Zyklus so nicht direkt durchlaufen, dass es irgendwann quasi mit dem Release des übernächsten Stables quasi in Rente geht, sondern das bleibt halt für 5 Jahre noch supported, damit Leute eben ihre Kisten nicht irgendwie alle 2 Jahre updaten möchten, weil es Maschinen gibt oder Admins gibt, die das nicht so gerne tun. Was ich noch zum alteren Releases von Debian dazu sagen möchte, es gibt einen Mirror, der da heißt archive.debian.org. Da sind alle Debian-Releases, also sobald das irgendwie aus Old Stable rauskommt, sobald Old Stable Old Stable ist, solange bleibt es noch auf den offiziellen Mirrors. Danach landet es auf archive.debian.org. Das heißt, man kann immer noch, ich könnte jetzt hergehen und ein Debian 1.1, also Bo, installieren, wenn ich wollte. Also das ist alles noch da, im Gegensatz zum Beispiel bei SUSE, die einfach alte Versionen einfach irgendwann verschwinden lassen und wer es halt nicht mehr hat, der hat es halt nicht mehr. Wer irgendwie Archäologie betreiben will, altes System aufsetzen, irgendwas Altes nachbauen will, ist bei Debian sehr gut bedient, das ist alles da. Und wer richtig viel Spaß haben will, es gibt auch noch ein Ding namens Snapshots.debian.org, da kann man einen beliebigen Point in Time kriegen von dem Paketrepository und hat da alle Zwischenversionen. Bis zum Blödwerden. Also da findet man eben auch Dinge, die halt nur mal für 2 Tage in Unstable waren, findet man auf Snapshots Debian.org. Gibt's auch für Arch?
Ja, das Arch gibt es. Repositories für jeden Tag. Ja, das war die Arch Rollback-Maschine. Ja, das haben sie jetzt immer durch die normale Package Repository bringen. Ja. Okay. Ja. Also man kann auf einen bestimmten Tag, man kann sagen, ich will, was ich, 1. Januar 2017 und dann kann ich alle Pakete zu dem Tag bringen. Ja, das ist auch ganz gut. Ja, das funktioniert bei SnapTrop ja auch genauso. Ja. Gut. Weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, würde ich sagen, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, herzlichen Dank für die Anmerkung und ich wünsche noch einen angenehmen Chaos-Tag.